irgendwann habe ich dann bemerkt beim Weggehen, dass mir eigentlich am meisten Freude das S-Bahn-Fahren macht. Also gar nicht das Weggehen und Tanzen und Party machen, sondern dieser entspannte S-Bahn-Fahren. Ja, und so hat sich das langsam entwickelt, bis ich dann irgendwann nach dem Abi gesagt habe: Mensch, jetzt probierst du es einfach mal aus. Deine Eltern haben für dich einen Bausparer angelegt. Den brauchst du jetzt auf und schaust mal, wie lange du in der S-Bahn überleben kannst. Einfach auch als Selbstversuch so. Ja, und mittlerweile bin ich jetzt schon 3 Jahre konstant in der S-Bahn. Natürlich ist es nicht immer einfach. Ich meine, man muss seinen Lebensstandard ziemlich reduzieren und vieles zurückschrauben und auf vieles verzichten. Aber dieses Wohnen in der S-Bahn hat einfach so eine Kontinuität. Es läuft einfach. Ich meine, natürlich, ich meine, Familie und Kinder kriegen es in der S-Bahn schwer. Aber mei, ich bin ja noch jung und wie gesagt, bis jetzt habe ich überhaupt gar keinen Drang. Ich fühle mich so sehr wohl.